umdrehen, würde ich gerne, so wie ich das im Englischen gemacht habe, noch so eine Mini-Atemübung machen, auf dass wir da langsam uns nähern, weil das, wir machen das halt eben wie alles, was wir machen, sehr sanft und auf natürliche Art und Weise, ohne großartige Kraft und Anstrengung, weil wir wollen Entspannung. Anstrengung ist nicht Entspannung. Gibt auch in meinem Zusammenhang keinen positiven Stress mehr. Jeder, der mal so richtig schön einen Burnout gehabt hat, weiß das. Ja. Gibt keinen positiven Stress. Stress ist Stress. Punkt. Also wenn man die Anzeichen von Stress spürt, dann weiß man, man ist auf dem falschen Weg. Deswegen, wir lassen quasi diesen Atem entstehen und nur durch die, halt durch so ein unterbewusstes Lernen langsam verändert sich da was. Also eher durch Intention setzen, Aufmerksamkeit hinlenken und so, kommt man langsam zu Gesundung. Hm? Kann man nicht anders sagen. Atmen ist extrem wichtig, wirklich. Was ich glaube, also ohne Atem kann man, weiß ich nicht, ein paar Sekunden überleben. Dann kommt noch Wärme aus der Luftschleuse geworfen. Wie lange kannst du dann überleben? Also Wärme und Atmen sind relativ wichtig. Aber wenn das so klar ist, dass das wichtig ist, dann wird auch deutlich, dass das natürlich, wenn ich mich damit beschäftige und vielleicht einen besseren, also einen entspannteren, aber vollständigen Atem lerne, dass das, weil es so grundsätzlich ist, einen sehr tiefen, positiven Einfluss haben kann. Deswegen Yoga, Pranayama, Daoisten haben das im Qigong auch. Mache ich jetzt schon. Also zur Erklärung. Wir forcieren nichts. Gut wäre Flaschenatem aus dem Yoga. Langsam. Und eigentlich auch kürzer, also na kürzer, länger ausatmen, das ist die Richtung. Also langsam vollständig einatmen. Erstmal ohne darauf zu achten, wie das geht. Einfach einatmen und langsam wieder ausatmen. Ich nehme da diese leicht geöffneten Lippen zu. Ihr könnt das auch komplett durch ausatmen durch die Nase und einatmen durch die Nase machen. Und wirklich, also da eine Übung draus zu machen, 3-5 Minuten am Tag für einen Monat. Und in diesem Monat gar nichts forcieren. Einfach nur darauf achten, wie atme ich überhaupt. Also ihr wisst jetzt, dieser Flaschenatem, also erst in den Bauch, dann den Brustkasten, dann den oberen Bereich füllen, ne, Flasche von unten nach oben. Und dann eine kurze Pause und dann langsam von oben, Mitte, unten wieder ausatmen. Das wäre gut. Forciert nichts. Wenn ihr wollt, einfach aus Spaß, ne, dann könnt ihr das mal testen, in den Bauch zu atmen. Aber wirklich so anstrengungslos, wie es geht, einfach um zu testen, wie fühlt sich das an und so. Da kann man schon ein bisschen mit rumspielen. Spielen ist gut. Ne? Aber macht da keine Arbeit draus aus dem Spielen. Also nicht, ich muss das jetzt lernen. Nee. Einfach
geht das? Wie fühlt sich das an? Oh, guck, da spannt sich mein Gürtel, mache ich ihn auf. Spielerisch. Ne? Spielerisch ist, glaube ich, vielleicht das interessiert, spielerisch, freundlich, aufmerksam und gelassen. Ich muss wirklich einen anderen Standort suchen. Einen ohne Ameisen. Na, nicht ganz ohne Ameisen, aber nicht unbedingt auf deren Kriegsfahrt hier. Also wirklich sowas. Ist wieder keine Action. Tut mir leid, ist so. Also man könnte dann alle möglichen Pranayama-Sachen auswendig lernen und so weiter. Nein. Also das hier geht wirklich in Richtung Entspannung. Und nach dem, was ich festgestellt habe, ist der Lerneffekt extrem. Also wirklich gut. Also dieses Intention setzen und dann einfach mal zugucken, wie das funktioniert, ist wirklich, ich würde sagen, 10 bis 100 Mal schneller als dieses forcierte, ich mache das jetzt. Einfach schauen, interessiert, wo atme ich. Ich glaube, das waren 3 Minuten. Also ich mache sogar in der Aufmerksamkeit jetzt eine kurze Pause und frage mich, wie war das jetzt? Auch wieder ohne Antwort zu verlangen. Also wir lernen viel auf dieser Ebene. Das in Körperwahrnehmung ist keine so kognitive Geschichte. Also keine Gehirnaktion. Das ist wirklich so ein, das klingt so merkwürdig, ein Ganzkörperdenken. Anders, es ist nicht nur Gefühl, sondern es ist wirklich mehr sowas wie Richtung Ganzkörperwahrnehmung und Denken. Wird auch immer klarer, dass das Denken nicht nur hier oben stattfindet, sondern wirklich verteilt ist auf den ganzen Körper. Wunderbar. Danke für diese Session. Mir macht es Spaß. Ich hoffe, ein, zwei anderen Menschen auf der Welt auch. Die müssen das dann nur finden, was ich hier mache. Auf dass wir das zusammen machen. Habt einen schönen Sonnabend. Wie gesagt, danke fürs Mitmachen. Bis dahin. Erholt euch, entwickelt das innere Lächeln.